Hallo, ich bin Florian Prokop und wir sprechen heute über Videoüberwachung. Am Berliner Bahnhof Südkreuz startete im August 2017 ein Versuch mit sogenannter intelligenter Videoüberwachung. Intelligente Videoüberwachung. Das bedeutet, dass zum Beispiel Personen erkannt werden sollen, wenn ihre Gesichter mit einer Datenbank abgeglichen werden. Oder dass auffälliges Verhalten erkannt werden könnte. Das Projekt am Bahnhof Südkreuz wurde erstmal mit Freiwilligen durchgeführt, die Bilder von sich für den Gesichtsabgleich zur Verfügung gestellt haben. Um Menschen zu ködern, warb die Polizei damals mit Einkaufsgutscheinen und Preisen für diejenigen, die am meisten durchs Bild liefen. Intelligente Videoüberwachung, das klingt ja erstmal toll. Der damalige Innenminister de Maizière wertete die ersten Monate des Versuchs zunächst als Erfolg. Die Testergebnisse wurden allerdings nicht vollständig veröffentlicht, sodass nur einige Eckdaten bekannt sind. In 70% der Fälle sollen die Testpersonen erkannt worden sein. Der Test lief unter idealen Bedingungen. Die Fotos der Teilnehmenden waren von guter Qualität und die Leute haben sich freiwillig für den Versuch gemeldet. Um jeden Preis unerkannt bleiben, wollten die also eh nicht. Die Zahl der fälschlicherweise zugeordneten Personen aus dem Südkreuzversuch liegt bei 0,3%. Das sind unter 1000 Menschen 3 Personen. Der Erfolg der Gesichtserkennungssoftware kann von verschiedenen Faktoren abhängig sein. Darunter Geschlecht, Alter oder auch Hautfarbe. Ich bin Benjamin Kees, ich habe Informatik und Psychologie studiert. Also erstmal ist es total schwer einzuschätzen, weil wir überhaupt keine Zahlen bekommen. Das sind einfach nur irgendwelche Aussagen, die bisher getroffen worden sind mit diesen 70% und den 0,3%. Das ist also überhaupt nicht nachprüfbar und auch das FIF hat ja schon mal eine Pressemitteilung rausgegeben, dass wir große Zweifel an der Wissenschaftlichkeit dieses Tests haben. Vor 10 Jahren ungefähr gab es schon mal einen Test mit Gesichtserkennung. Da konnte man tatsächlich das alles nachvollziehen. Hier gibt es bisher überhaupt keine Veröffentlichung, obwohl wir nach Informationsfreiheitsgesetz schon vor Monaten Informationen über Zahlen und über die ganzen Abläufe und auch über das Datenschutzkonzept angefragt haben, die wir bisher noch nicht bekommen haben. Aber selbst wenn man nur diese Zahlen einfach mal so akzeptiert, die de Maizière bisher preisgegeben hat, dann würde das immer noch bedeuten, dass sehr, sehr viele Menschen immer noch erkannt werden, obwohl sie nicht diejenigen sind, die gesucht sind. Ja, also wir haben hier eine Trefferquote von 70%. Was aber auch gesagt wird, eine Falschakzeptanzrate nennt man das, von 0,3%. Also auf 1000 beobachtete Menschen, die durch die Kamera laufen, kommen 3 Menschen, die fälschlicherweise für jemanden gehalten werden, nachdem gerade gesucht wird. Alle 2 Sekunden läuft jemand auf so eine Rolltreppe rauf. Dieser Test findet ja auf einer Rolltreppe statt. Das heißt also, dass man so ungefähr in 30 Minuten 1000 Fahrgäste diese Rolltreppe runterfahren lässt. Das heißt also, dass man innerhalb von diesen 30 Minuten schon 3 Fehlalarme hat. Ich habe das mal hochgerechnet. Wir haben 160 Bahnhöfe ungefähr in Berlin. Da sind jeweils, habe ich mal einfach so ins Blaue geschätzt, 4 Rolltreppen. Das heißt also 160 Bahnhöfe mal 4 Rolltreppen mal 3 Alarme macht pro 30 Minuten schon 1920 Fehlalarme. Das heißt also, wenn man es mal runterrechnet, 64 Alarme pro Minute. Das heißt also eigentlich fast jede Sekunde ein Alarm in Berlin, wenn man diese Technik, die dort als funktional dargestellt wird, einsetzen würde, nur auf den 4 Rolltreppen von einem Bahnhöfen. In dieser Datenbank sind auch nur ungefähr 200 bis 300 Leute drin, die überhaupt diese Fehlerrate erzeugen können. Wenn man natürlich nach viel, viel mehr Leuten sucht und das mit einer viel größeren Datenbank abgleicht, dann können es natürlich noch zu viel, viel schlechteren Fehlerraten kommen und dann haben wir vielleicht alle 5 Millisekunden dann plötzlich einen Fehlalarm. Und wie geht man damit um? Es kann sich ja nicht irgendwie jedes Mal ein Sondereinsatzkommando von der Decke abseilen oder sowas. Das sind Sachen, die dann passieren mit einer Gesellschaft, die man natürlich nicht messen kann. Es ist also schwierig zu beweisen, was viele vermuten. Aber eine Gesellschaft, die sich die ganze Zeit überwacht fühlt oder eben, wenn man nicht ausschließen kann, dass diese Aufnahmen oder diese Informationen, die da gesammelt werden, irgendwann einmal gegen einen verwendet werden, ob das jetzt irgendwas Kriminelles ist oder nicht, man wird halt sein Verhalten anpassen und das ist natürlich total schwierig für eine Demokratie. Die Videoüberwachung wird immer weiter ausgeweitet. Dabei ist nicht erwiesen, dass das merklich dazu beiträgt, Straftäter zu überführen. Außerdem zeigen Untersuchungen, dass Kriminalität sich durch Videoüberwachung höchstens an andere Orte verlagert. Übrigens, ob das ganze Projekt überhaupt legal ist, das ist gar nicht klar. Trotzdem wurde es Ende 2017 verlängert. Über mehr Personal an Bahnhöfen spricht dagegen kaum jemand. Dabei könnten die ja direkt einschreiten, wenn was passiert.